Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir nun. Ich habe eine Anfrage bekommen, ich soll mal ein bisschen was erklären dazu. Und hier zeige ich es nun. Wir sind jetzt hier in der Heldensoftware. Darum geht es. Nämlich in der Heldensoftware. Wie kann man Adventure Points legen? Das geht recht einfach. Also, je nachdem, wie viel jetzt dazu gerechnet wird, also zum Beispiel sagen wir jetzt mal 50 AP-Punkte, müssen die hier von den bereits angegebenen Adventure Points dazu gerechnet werden. Das sind dann hier die 2017 zum Beispiel. Weil dann die 50 dazu kamen. Da steht dann hier nochmal die 50. Diese Adventure Points können wir nun in den Talenten wiederum anhand der Kosten feststellen, ja, wie viele Punkte kostet das mich jetzt und wie kann ich diese steigern dann, wie hoch und so weiter. Dann kommt da noch ein wichtiger Punkt, der mich das freie Steigern, das der Lehrmeister, gegenseitiges Lehren und Selbststudium. Je nachdem muss man das einschalten. Das gegenseitige Lehren ist, wenn jemand einen anderen etwas beibringt. Damit hat man eine Erleichterung bei der Steigerung dieses Werts, also man muss weniger Punkte zahlen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel jetzt einfach aus dem Selbst jetzt was Neues dazu lernen, wie zum Beispiel wir haben jetzt Punkte bekommen für unsere Abenteuer, dann ist es als Selbststudium geltend, das heißt, es wird teurer. Dann kostet das zum Beispiel statt jetzt nur 3 Punkte, 4 Punkte. Und so ist es bei allen, auch bei Lehrmeister zum Beispiel, da wird das dann weniger, wenn jetzt ein Lehrmeister, ein hoher Gelehrter einen das beibringt. Da wird es wieder weniger kosten. Und dann gibt es nochmal die freie Steigerung, diese ist aber ausschließlich zu benutzen vom Game Master aus. Der Game Master bestimmt das und der Einsatz davon muss einen besonderen Hintergrund haben, wie zum Beispiel der Besitz eines heiligen Items oder so weiteres, was man durch Götterglauben bekommen könnte. Was zum Beispiel jetzt, man bekommt eine heilige Fertigkeit auf Hiebwaffen oder anderes. Bloß dieses wird meistens von Game Mastern nicht erlaubt. Deswegen bleibt es meistens bei den Selbststudium oder den gegenseitigen Lehren, das gegenseitige Lehren, also wenn zum Beispiel jetzt einer, der fischen kann, den Wert Fischen hat und dieses einen anderen demonstriert und auch den Wert Lehren hat, auf dem er würfeln muss und auch aufs Fischen. Wenn er das beides ihm gelingt, kann der andere, wenn er es selbst dann versucht und es ihm gelingt, den Wert bekommen. Also dann gilt es als gegenseitiges Lehren und dann muss er sich kann er sozusagen dann diesen Wert dazu lernen. Das ist dann hier bei der Aktivierung, kann man dann hier diesen Wert dazu nehmen, wenn man dies erfüllt hat. Also wenn man aufs gegenseitige Lehren das gemacht hat. Oder halt einen Lehrmeister besuchte dafür. Dies kostet aber meistens ziemlich viel Dukaten. So, dann hat man nämlich hier dann die großen Auswahl. Kann man jetzt sagen, ja, ich möchte jetzt Wetterfeuersage lernen. Und schon ist das getan. Gut, das war's dann auch mit der kleinen Aufklärung. Diese ging jetzt nur ein paar Minuten. Wenn noch andere Fragen sind oder was anderes benötigt wird an Informationen oder anderen, bitte mich kontaktieren. Ich kümmere mich drum und helfe mit für das DSA-Planung und Rollenspiel.